Daniela de Santos kurz vor ihrem Auftritt in der Stadthalle Gersthofen. Als Panflötenspielerin hat sich die gebürtige Augsburgerin schon lange einen Namen gemacht und tourt regelmäßig durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Daniela de Santos, Sie sind in Augsburg geboren, Sie sind hier aufgewachsen. Ihr Panflötenbauermeister lebt in Fischach. Es gibt also viele Komponenten in Ihrem Leben, die Sie mit Augsburg verbinden. Im Moment wohnen Sie in Österreich. Wie heimatverbunden sind Sie? Natürlich bin ich heimatverbunden. Da, wo man geboren ist, ist man zu Hause. Und meine Eltern sind beide zugereist aus dem Niederbayerischen und haben auch das Augsburg lieben gelernt. Und ich bin ja hier geboren und in Hochzoll-Süd zu Hause und liebe natürlich meine Gegend zum Joggen. Das ist alles um den Kuhsee herum. Und natürlich bin ich immer wieder gerne in Augsburg. Nun, Ihr Nachname klingt ja aber nicht ganz so bayerisch, de Santos. Wo kommt der her? Naja, weil da hat sich nach Bayern ein Spanier hin verirrt, nämlich mein Großvater. Der ist in den Bayerischen Wald gekommen und hat also dort halt seine Liebe gefunden. Und da ist einfach der spanische Name geblieben, de Santos, und auch sonst noch ein paar spanische Gene übrig. Bleiben wir bei Ihrer Familie. Sie hatten eine behütete Kindheit, ein intaktes Verhältnis zu Ihren Eltern, zu Ihrem Bruder. Aber eine Person in Ihrer Familie hat eine ganz wichtige Rolle eingenommen, eine sehr prägende Rolle, das ist Ihre Mutter. Inwiefern? Ich finde, es sollte auch so sein, dass die Eltern oder vielmehr ein Teil der Eltern die tragende Rolle übernimmt. Meine Mutter ist natürlich für mich immer die Lebensgefährtin, die Partnerin, die Freundin, die Mutter, einfach alles gewesen. Und denke, dass das für einen Menschen wie mich, der halt auch in der Musik Karriere machen will, ganz wichtig ist, so einen Felsen daheim zu wissen. Und meine Mama, die ist seit vielen Jahren Yoga-Lehrerin und sie schafft es also, mir halt die Ruhe und die Gelassenheit immer zu transportieren. Und darum ist sie sehr wertvoll für mich. Kommen wir zu Ihrer musikalischen Karriere. Sie sind schon sehr früh in Kontakt gekommen mit der Musik. Aber wie ist das passiert, dass Sie heute Panflötenspielerin sind? Das ist eine verrückte Geschichte. Ich glaube es selber immer nicht, wenn ich dran denke. Na, ich habe mit 8 Jahren George Zamfir und James Last damals bei Wim Tölke zum ersten Mal gesehen und war also ganz vernarrt in diesen Sound der Panflöte und habe mir natürlich zu Weihnachten gleich mal eine gewünscht und habe auch eine bekommen. Dann habe ich mir eingebildet, es könnte es wie Blockflöte oder Gitarre oder Klavier relativ schnell lernen. Aber Pustekuchen, da war gar nichts drin. Also auch nach einem Jahr war ich nicht mal in der Lage, alle meine Entchen zu spielen. Und irgendwann habe ich es in die Schule mitgenommen, die Nachbarin ist mir draufgestiegen, das Instrument war kaputt und ich war heilfroh, dass ich es habe nicht mehr lernen müssen. Viele Jahre später, 1990, da war ich schon bereits selbstständig und habe also Messeaufbauten, Messepräsentationen gemacht. Und da war unter dem Motto Bayern ganz nah bei Thüringen, war so eine Ausstellung. Und da habe ich einen Panflötenbauermeister kennengelernt aus Thüringen. Und der spielte auf diesem Instrument, als wäre das gar nichts. Und dann ist mir das wieder eingefallen, dass ihr das eigentlich auch schon mal lernen wollt. Und habe dann eine Woche lang hin und her spekuliert und damals für relativ viel Geld für mich ein Instrument gekauft, ein Meisterstück. Ja, und dann habe ich mir eingebildet, das war bestimmt nur mein schlechtes Instrument, aber ich auch mit dem Meisterstück habe ich keinen Ton herausgebracht. Und dann habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein, habe mir Bücher und Literatur gekauft und habe in einem Buch einen Satz gefunden, der da hieß, Panflöte lernt man im Liegen. Man dachte, aha, sieht zwar komisch aus, aber es hat echt geholfen. Dann war ich also einige Jahre bei mir im Wohnzimmer zu Hause herumgelegen und habe dieses Instrument gelernt und hatte dann irgendwann mal die größte Lust, mit anderen Musik zu machen. Und da fiel mir nichts anderes ein, vielleicht kennen Sie es noch, die Rumpelkammer seinerzeit in Augsburg. Das war ein relatives Innenlokal, wo der Besitzer immer gern sich ans Klavier hockte und halt Musik machte. Und da bin ich hin und habe gesagt, darf ich mal mitspielen. Und dann haben die mich für völlig verrückt erklärt, weil es eigentlich eine Rockkneipe war. Und was soll man in einer Rockkneipe mit einer Panflöte? Aber mir fiel nichts Besseres ein und ich war hartnäckig. Und hat er gesagt, gut, dann komm halt morgen, wenn es denn sein muss, dann nimm dein Instrument mit. Und dann war der so begeistert und das Publikum auch, dass ich habe viermal meine nur 3 Lieder, mehr konnte ich nicht, diese 3 Songs habe ich 4-mal wiederholt an diesem Abend. Und siehe da, morgens um 1, suchte mich ein Mann auf und behauptete, ein Stellvertreter einer Plattenfirma zu sein. Ich habe ihm nicht geglaubt,
Aber er lief mir 3 Monate hinterher und der war tatsächlich einer. Und siehe da, ich habe einen Plattenvertrag bekommen, konnte dann beim Grand Prix mitmachen und habe den eben 96 dann gewinnen können. Nun, Grand Prix und Rumpelkammer sind schon eine Weile her. Wo treten Sie heute auf? Wo kann man Sie sehen? Man kann mich inzwischen sehen. Ich bin sehr, sehr fleißig im Live-Geschäft, weil das einfach immer das Größte und das Schönste ist für jeden Musiker. Ich bin sehr, sehr viel unterwegs in Österreich, auch in Deutschland, in der Schweiz. Jetzt kommen die ersten Angebote aus der Türkei und Griechenland. Daniela De Santos' Markenzeichen auf all diesen Reisen ist eine mit echten Kristallen besetzte Panflöte. Sie wurde eigens für De Santos von der Firma Swarovski hergestellt und hat sogar einen eigenen Namen, Celestina. Sie haben auch eine ganz besondere Panflöte, eine Panflöte aus dem Hause Swarovski, eine Kristallpanflöte, die auch einen eigenen Namen hat. Wie kamen Sie denn zu so einer Panflöte? Also erst einmal hat mich überhaupt immer schon das Material interessiert. Ich habe also, wie vorhin erwähnt, von dem Panflötenbauermeister aus Erfurt eine Panflöte gekauft aus 50 Jahre altem Rosenholz. Dann bei dem Bruder von ihm, der wohnt in Fischach, also hier bei uns im Augsburger Bereich, und der baut traditionell aus Schilfrohr. Und da habe ich schon einen feinen Unterschied gehört, vom Sound her. Und dann dachte ich mir, Kristall müsste ein Zauber sein. Denn Kristall ist das dichteste Material und der Sound entsteht aufgrund der Dichte des Materials, wo man hineinpustet. Und darum dachte ich mir, müsste die Kristallpanflöte einen besonders silbrigen, extremen, scharfen, klaren, reinen Klang haben. Und wer anders kann das als das Haus Swarovski? Es hat zwar viele Jahre gedauert, aber jetzt habe ich sie. Und Celestina deswegen, weil Swarovski hat sich für den Celestin-Kristall entschieden. Das ist ein himmelblauer Kristall. Das kommt aus dem lateinischen Celestial, was so viel heißt wie dem Himmel nahe sein. Und dieser Celestin-Kristall, der ziert mein Instrument und ich finde, sie sieht nicht nur himmlisch aus, sondern sie hat auch einen himmlischen Klang. Und was passt da besser als Celestina? Ihre Konzerte laufen nach einem bestimmten Konzept ab. Sie erzählen in Ihren Konzerten eine Geschichte. Was für eine Geschichte kriegen wir heute zu hören? Eine Geschichte? Ich selber bin ja ein großer Panflöten-Fan, natürlich. Und ich habe mir viele, viele Konzerte von anderen Panflötenspielern angesehen. Und obwohl ich so ein hartgesottener Fan bin, habe ich doch mich dabei ertappt, mal nach einer Stunde auf die Uhr zu sehen. Und habe mir gedacht, Gottes Willen, das darf mir überhaupt nicht passieren, dass meine Gäste auf die Uhr schauen. Wie kriege ich das hin? Und drum bezeichne ich als meinen Abend als eine Reise ins eigene Ich. Es ist keine Geschichte, sondern es ist eine Darstellung, um sich selbst wieder besser kennenzulernen. Ich denke, dass wir in unserem Zeitalter vieles lernen, aber am wenigsten, was man mit sich selbst, was man eigentlich selber ist, wie wertvoll man selber ist und wie großartig man sich gestalten kann. Und das erfährt man heute Abend. Sie sagen auch, das Wichtigste am Musizieren ist die Liebe. Erklären Sie es mir, was meinen Sie damit? Ich meine ganz speziell bei jedem Musiker, der Musik macht. Es geht mir um die Intention, um die Ehrlichkeit, um die Wahrheit. Es geht mir darum, Musik zu machen ohne Vorsatz. Ich
möchte nicht ein Instrument kaufen, zu Hause lernen, weil ich mir schon denke, irgendwann gehe ich damit auf die Bühne, irgendwann verdiene ich damit mein Geld. Dieser Vorsatz gefällt mir nicht, sondern wirklich in der Überzeugung und einfach in der Ehrlichkeit Musik zu machen, denn man hört das. Man hört das, ob der Spieler mit Liebe seine Musik, seine Gedanken, seine Worte ausgesucht hat. Ob da nicht Berechnung dabei ist oder ob das wahre, echte Überzeugung ist. Und man sagt ja oft in der Musikbranche, der Künstler muss authentisch sein. Und das ist ganz wichtig und die Liebe ist der einzige Weg, damit man authentisch sein kann. Für Daniela De Santos ist Celestina nicht nur ein Instrument, um Musik zu machen, sondern eben auch eines, um dem Publikum ihre Liebe zu zeigen.